Also am Tag der Operation kommt der Patient üblicherweise 20 bis 30 Minuten vor dem Eingriff zu uns. Wir gehen nochmals alle Dokumente, Einverständniserklärungen durch. Es wird nochmals der Tropfplan erklärt. Man erklärt dem Patienten, wie er sich unmittelbar nach der Operation verhalten soll. Anschließend werden sie in den OP-Saal geführt. Dort bespricht noch der Chirurg die exakten Schritte des Eingriffes mit dem Patienten durch. Nach der Behandlung wird nochmals das Auge an der Spaltlampe betrachtet, ob quasi die Behandlung mit bestem Ergebnis durchgeführt worden ist, ob anatomisch alle Strukturen bestens anliegen und ob die Kontaktlinse auch am Ort ist. Und die nächste Nachkontrolle findet direkt am nächsten Tag in der Früh statt.